Hallo liebe Bücherfreunde, heute möchte ich euch gerne ein altes Buch vorstellen, geschrieben im Jahr 1900, also vor 120 Jahren. Die Geschichte eines Mohammedaners, der Christ wurde, von Johannes Avetaranion. Johannes war nicht der erste Name dieses hochbegabten Menschen. Vielmehr wurde er als Mohammed Shukri Effendi 1861 in Erzurum geboren in Anatolien. Mohammed Shukri Effendi war schon als Kind besonders begabt und dass jeder zu ihm schon als Kind gesagt hat, du wirst einmal ein Lehrer werden, du wirst uns allen anderen etwas beibringen. Und so ist dann auch seine Kindheit verlaufen, dass er immer wieder schon anderen Menschen geholfen hat und er war sehr begabt, auch was die Sprachen betrifft. In Anatolien geboren hat er natürlich Türkisch als Muttersprache gehabt, aber die Zeit damals war eine ganz besondere Zeit. Wenn wir heute oft denken, okay, wir haben schon so viele Länder besucht, wir sind so viel herumgereist, aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da war es ganz selbstverständlich, dass in ein und derselben Stadt Türken gelebt haben, Araber gelebt haben, Perser, Griechen und natürlich auch Armenier. Und in diesem Völkergemisch ist der Mohammed Shukri Effendi groß geworden, hat die Sprachen von Kindheit an gelernt und sein Vater war schon ein besonderer Mensch. Er war sein Leben lang auf der Suche nach der Wahrheit. Viele von uns wissen, dass es in der Religion des Islam zwei Hauptströmungen gibt, die Sunniten und die Schiiten. Manche von uns wissen, dass es noch die Sufiten gibt und die Aleviten, aber dann wird unser Wissen um den Islam schon sehr dünn. Mohammed und sein Vater haben während seiner Kindheit 72 solcher verschiedene Bewegungen innerhalb des Islam kennengelernt. Sein Vater war immer auf der Suche nach der Wahrheit und so haben sie sich immer wieder einem neuen Lehrer angeschlossen. Aber es war auch immer nicht genug. Und vor allem war es für sie ganz schwierig, wenn der Lehrer nicht so gelebt hat, wie er es ihnen gepredigt hat. Wie Mohammed Shukri ungefähr 18 Jahre alt war, hat er zum ersten Mal ein sogenanntes Inschil bekommen. Inschil ist sowohl die türkische als auch die arabische Bezeichnung für das Evangelium. Und da durfte er jetzt plötzlich die Lehre von Jesus kennenlernen. Das hat ihn so bewegt und berührt und er hat das nicht heimlich gemacht. Vielmehr hat er mit anderen Menschen zusammen diskutiert und hat ihnen aus dem Inschil vorgelesen. Schon als junger Mann durfte er ein Mulla werden, wo er für ein ganzes Dorf in der Moschee gepredigt und gelehrt hat. Und auch dort hat er immer wieder aus dem Inschil von Jesus vorgelesen. Die Menschen waren zutiefst bewegt, weil sie gesagt haben, solche schönen Worte haben sie sonst in ihrem Leben nicht gehört. Aber natürlich, wie Mohammed Shukri dann mit dem Anspruch Jesu konfrontiert wurde, dass er der Weg zum Vater ist, dass er der Heiland für uns Menschen ist, da bedurfte es bei ihm einer Entscheidung. Und so hat er sich dazu entschieden, mit seinem ganzen Leben dem Herrn Jesus nachzufolgen. Mit 24 Jahren ist er dann in Tiflis getauft worden und da hat er diesen neuen Namen angenommen, Johannes Avetaranion, was armenisch bedeutet, der Sohn des Evangeliums. Und so ist er zum Prediger geworden, ist von Stadt zu Stadt gezogen und aufgrund seiner Sprachbegabung konnte er sowohl auf Türkisch predigen, sowohl auf Armenisch predigen, sowohl auf Arabisch predigen. Und das hat ihn zu einer Bekanntheit gemacht, der überall sehr beliebt war, aber langsam danach Gegner bekommen hat. Menschen, die gesagt haben, du darfst uns nicht so viel von Jesus erzählen. Und so ist er immer weiter gereist und er hat dann die Möglichkeit gehabt, nach Schweden zu kommen, um dort eine bibeltheologische Ausbildung zu bekommen. Aber auch mit den westlichen Missionaren war es nicht so einfach. Die waren oftmals noch so in diesem kolonialen Denken.
Und einer dieser Missionare hat ihm geraten, du solltest ein ruhiges Leben führen und dann zum Beispiel in einer Fabrik arbeiten. Aber Johannes hat dann gesagt, er kann nicht mehr anders. Er möchte sein ganzes Leben dazu einsetzen, um von Jesus weiterzuerzählen. Daraufhin haben sie ihn in die entfernteste Provinz des Osmanischen Reiches geschickt, nämlich nach Kashgar. Kashgar ist heute ein Teil von China, ist die chinesische Provinz Xinjiang, aber dort waren früher sehr, sehr viele türkischsprachige Menschen. Er hat dann wieder eine neue Sprache gelernt und die Reise von Anatolien nach Kishgan, die wird ganz besonders beschrieben. Eine Beschreibung entlang der Seidenstraße, wie wir sie sonst nur von Marco Polo kennen. 6 Jahre lang ist Johannes in Kashgar gewesen und hat dort das Evangelium in deren Sprache übersetzt. Aber traurigerweise hat er niemand gefunden, der dieses Evangelium drucken würde. Johannes hat dann eine Einladung nach Deutschland bekommen, aber wurde auch dort enttäuscht, weil ein Missionar mit ihm von Ort zu Ort gereist ist und Spenden gesammelt hat, angeblich für ihn, aber er selber hatte diese Spenden nie bekommen. Glücklicherweise hatte diese Reise nach Deutschland auch etwas Positives, weil dort hat er die Helene kennengelernt, eine junge Frau, die seine Frau geworden ist. Und zusammen als Ehepaar haben sie einen neuen Missionsauftrag bekommen, und zwar in der bulgarischen Stadt Varna. Und dort hat er zum ersten Mal ein eigenes Haus gehabt, zusammen mit seiner Frau. Und dieses Haus haben sie gleich zur Missionszentrale umgebaut. Sie haben im Keller eine Druckerei eingerichtet und nun konnte er das tun, was andere ihm verwehrt hatten. Er hat das Evangelium in die Sprache von Kashgar selber gedruckt und selber angefertigt. So ein faszinierendes Leben, das von London bis nach Xinjiang in China reicht und von Persien bis nach Stockholm. Auch in Wien ist er gewesen. Faszinierend sein Herumreisen, sein überzeugender Glaube und sein Einfühlungsvermögen für die Menschen um ihn herum. Ein Mensch, den wir nicht vergessen sollten. Ein Mensch und seine Geschichte. Die Geschichte eines Mohammedaners, der Christ wurde.